und willkommen zu meinem Freitagsvideo. Nachdem ich jetzt in meinem letzten Video so tiefschürfend war, habe ich ein bisschen ein schwierigeres Thema, weil ich habe eine Frage an euch. Ich habe eine Frage an euch da draußen, die ihr meine Videos seht. Ich wüsste jetzt zu gern, wer es ist, aber ich trage keine Hose. Also, ihr würdet jetzt alle mal Schlüppi sehen, wenn ich jetzt aufstehen würde. Und das bin ich jetzt auch nicht. Gut, jetzt, ich werde nachher meine Mama fragen. Ja, ich habe eine Frage an euch. Ich habe ja meinen Kanal jetzt seit ungefähr 5, 6 bis 7 Jahre. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. 2005. Ich müsste 6 Jahre. Ja, jetzt habe ich. Also, dieses Jahr ist mein 6. Jahr. Oh. Okay. Mein Gott, ich halte wirklich vor der Kamera. Egal. ja, auf jeden Fall habe ich ja immer gesagt, ich versuche alles, was ihr an Kommentare gibt und was es an Fragen gibt, zu beantworten. Bisher habe ich nicht viele Fragen bekommen, aber vielleicht wird es ja noch. Ihr könnt mich übrigens alles fragen, weil, wenn ich irgendeine Frage nicht beantworten will, kann ich es ja immer noch überspringen. Fragen kostet nichts und Fragen ist keine schlimme Sache, weil meine Mutter sagt, es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur doofe Antworten. Und ja, ich finde auch, dass es so ist, weil für mich ist es auch ein Ding des Anstands, dass ich zumindest versuche, wenn jemand mir eine Frage zum Thema Asperger oder irgendwas stellt, ihr könnt mir auch Fragen zu mir stellen oder zu meinem Leben oder wie auch immer, dann kann man sie ja beantworten, weil ich finde, ein Austausch ist auch was Wichtiges und ja. Aber das ist gar nicht das Thema. Auf jeden Fall habe ich dann immer versucht, eure Fragen und alles und Kommentare habe ich einfach immer stehen lassen. Egal, was gefragt wurde, gesagt wurde, ich lasse immer stehen. Jetzt seit ein paar Wochen ist es so, dass ich ein kleines bisschen ein Problem habe. Ich bekomme Kommentare und zwar so Kommentare mit Links, die dann auf nicht jugendfreie Seiten führen. Und im Moment, also Stand jetzt, heute haben wir den sogar keinen 8.4. Also sind es jetzt, glaube ich, so 3 oder 4. Und genau, also so zwischen 2 und 4 also Kommentare. Und meine Mutter hat dann zu mir gesagt, also diese Art von Kommentare brauche ich ja nicht, ich soll die einfach löschen. Aber ich habe mir dann gedacht, wenn ich einfach Kommentare lösche oder blockiere, ich weiß nicht, ob ich das machen sollte, weil das ist ja, es sind ja immerhin auch Kommentare und ich habe ja versucht, eigentlich die Kommentare immer so zu lassen, wie sie sind. Und jetzt möchte ich von euch da draußen wissen, würdet ihr diese Kommentare eher löschen oder wie gesagt blacklisten, sodass sie dann eben nicht mehr auftauchen, weil ich finde auch auf einer gewissen Form und Art und wie auch immer, habe ich da eine Verantwortung für auch Leute, die jünger sind, die dann auf meinen Kanal gehen und das angucken. Und ja, und vor allem, was mir aufgefallen ist, das finde ich so das Interessante an diesen Kommentaren, es sind immer so Kommentare mit Timeskips, wo dann aber überhaupt gar keinen richtigen Hintergrund haben. Also einer hat mal einen Timeskip gemacht, wo ich dann gesagt habe, und so kommt es dann, dass ich mir auch gedacht habe. Oder irgendwie sowas. Ich weiß ja nicht, was es war, aber es war irgendwie hat der Kommentar und der Text zu dem Ding nicht ganz gepasst, fand ich in dem Moment. Oder besser gesagt, ich habe dann die Frage, vielleicht war es gar nicht das, sondern ich habe die Frage nicht verstanden. Das könnte eigentlich, wahrscheinlich ist das eher die logischere Schlussfolgerung. Aber auf jeden Fall die mit diesen, also auf jeden Fall diese ganzen Porno-Seiten-Dinger da. Oh, jetzt habe ich es doch ausgesprochen, egal. Soll ich die löschen oder soll ich sie nicht löschen? Das ist jetzt die Frage. Und da grübel ich jetzt auch schon eine ganze Weile drüber nach, weil ich nicht sicher bin. Also im Moment lasse ich sie noch da, weil ich mir eben denke, ich will es nicht unabgesprochen machen. Und ich möchte ja, dass dieser Kanal auch eine Form von Austausch hat. Und ich möchte einfach von denen, die sich dafür interessieren, für die Thematik und so, wissen, ob sie das dann sehr stört oder ob die dann einfach sich, oder ob es einfach egal ist. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare und ich würde euch sogar darum bitten, schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr das möchtet oder könnt, ja, was ihr dazu meint. Ihr könnt mir aber auch wirklich auf Twitter oder Facebook dazu schreiben oder eine E-Mail an die bell.friedmeier@outlook.com. Ich habe auch alles in meiner Beschreibung nochmal, also falls ihr nicht tippen wollt oder so, das könnt ihr auch einfach nur anklicken.
Und ja, schreibt mir, wie ihr das seht, weil es würde mich wirklich interessieren. Gut, wir sehen uns wieder. Bis bald. Tschüss.